Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Herr Baumann, wie kommen Sie zur Arbeit? Früher bin ich immer mit dem Auto gefahren. Aber heute mache ich das nicht mehr. Zu viel Verkehr, zu viel Stress. Ich möchte eigentlich mein Fahrrad nehmen, aber der Weg ist zu weit. Also nehme ich den Bus. Der ist zwar teurer als das Fahrrad, aber bequemer. Frau Schneider, Ihr Mietvertrag ist fertig. Super! Wann kann ich in die neue Wohnung? Ich habe schon Möbel bestellt. Sofort. Könnten Sie aber noch einmal bei mir vorbeikommen? Auf dem Vertrag fehlt noch Ihre Unterschrift. Frau Schneider, Ihr Mietvertrag ist fertig. Super! Wann kann ich in die neue Wohnung? Ich habe schon Möbel bestellt. Sofort. Könnten Sie aber noch einmal bei mir vorbeikommen? Auf dem Vertrag fehlt noch Ihre Unterschrift. Herr Paulsen, danke, dass Sie vorbeigekommen sind und die Heizung repariert haben. Jetzt ist die Wohnung wieder warm und die Fenster schließen auch wieder sehr gut. Schön. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, der Aufzug funktioniert immer noch nicht. Herr Paulsen, danke, dass Sie vorbeigekommen sind und die Heizung repariert haben. Jetzt ist die Wohnung wieder warm und die Fenster schließen auch wieder sehr gut. Schön. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, der Aufzug funktioniert immer noch nicht. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254, das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254, das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank.
Du, Mona, ist die Wohnung aber schön. Und die Möbel. Einfach super. Ist das alles neu? Nein, nein. Nur das Sofa ist neu. Der Schrank, der Schreibtisch und das Bett sind von meiner Mutter. Ach, Anna, ich bin ja so glücklich. Du, Mona, ist die Wohnung aber schön. Und die Möbel. Einfach super. Ist das alles neu? Nein, nein. Nur das Sofa ist neu. Der Schrank, der Schreibtisch und das Bett sind von meiner Mutter. Ach, Anna, ich bin ja so glücklich. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft, bitte. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft, bitte. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Liebe Fahrgäste, diese Straßenbahn hat ein Problem mit den Türen. Sie schließen nicht mehr richtig. Leider können wir nicht weiterfahren. Bitte steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus. Dort haben Sie Anschluss an den Bus Linie 19. Nummer 8. Liebe Kunden, heute haben wir tolle Sonderangebote bei den Badmöbeln. Kommen Sie doch mal in den dritten Stock und sehen Sie sich um. Und am Wochenende feiert unser Möbelhaus Geburtstag. Sie sind herzlich eingeladen. Nummer 9. Achtung, hier spricht die Polizei. Es gibt ein großes Feuer in der Firma Chemotec. Bitte schließen Sie alle Türen und Fenster und gehen Sie nicht aus dem Haus.
Nummer 10. Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre nächsten Züge ICE 389 nach Dresden, 18.48 Uhr, Gleis 3. Intercity nach Innsbruck, 18.52 Uhr, fährt heute nicht. Fahrgäste nach Innsbruck, benutzen bitte den ICE 346 nach München um 19.20 Uhr und steigen dort um. Nummer 11. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. Nummer 12. Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Nummer 13. Guten Tag, hier Eva Schmitz. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. Guten Tag, hier Eva Schmitz. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. Nummer 14. Guten Tag. Sie rufen wegen der Wohnungsanzeige an? Die genaue Adresse ist am Achterkamp 5.
Bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen, wann Sie die Wohnung sehen können. Bitte keine E-Mail-Adressen. Guten Tag. Sie rufen wegen der Wohnungsanzeige an? Die genaue Adresse ist am Achterkamp 5. Bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen, wann Sie die Wohnung sehen können. Bitte keine E-Mail-Adressen. Nummer 15. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke.